Jetzt geht's auch nochmal darum, was machst du eigentlich, wenn du schlechte Bewertungen bekommst, ja? Über gute Bewertungen freut man sich immer, braucht man nicht großartig drüber nachdenken. Bei schlechten Bewertungen denkt man, was jetzt falsch gelaufen ist mit der Welt. Und ich nehme jetzt hier dieses Buch als Beispiel, ist nicht mein Buch, ich habe auch keine Ahnung, wer das gemacht hat. Ich sehe nur, es hat ziemlich viele Bewertungen, wird mir also bestimmt weiterhelfen können, dir das einmal zu zeigen. Ich klicke hier einmal auf die 1-Stern-Bewertungen und schaue mal, ob da irgendwelche beleidigenden Bewertungen drin sind. Sehe ich jetzt hier in dem Fall nicht. Hier bei den 2-Sterne-Bewertungen ist das auch nicht der Fall. Deshalb komme ich da vielleicht mal gleich drauf zu sprechen. Erstens, was du nicht machen willst bei negativen Bewertungen, also alles so unter 3 Sterne, ist bitte nicht darauf antworten. Wenn du hier einen Kommentar hinterlässt, so, sagen wir mal, das hier wäre dein Buch und du hast hier voll die Mühe gegeben, dann schreibt hier Niki, das ist viel zu oberflächlich, keine praktische Anleitung, blablabla. Und wenn du jetzt versuchst, dich zu rechtfertigen mit einem Kommentar, dann, also egal wie du es drehst, du hast eigentlich verloren, wenn du einen Kommentar schreibst. Weil, was dann passiert, ist nämlich, dass Niki entweder auch nochmal antwortet und dann antwortest du nochmal auf ihre Antwort und dann kommt eine dritte Person hinzu und gibt auch ihren Stoß dazu, dann kommt später noch eine 4. Person hinzu und schreibt auch irgendwie ihre Meinung dazu, was völlig irrelevant ist. Und was dann passiert, ist folgendes: Wenn ich hier nochmal auf das Buch klicke und dann hier auf die Bewertungen, dann ist ja hier die Standardpriorität so gestellt, dass man die Spitzenrezension sieht. Und die Spitzenrezension stellen sich daraus zusammen, desto öfter man hier auf nützlich klickt oder einen Kommentar hinterlässt, desto mehr rutscht das nach oben. Wenn du jetzt auf einen negativen Kommentar oder negative Bewertung einen Kommentar hinterlässt und das Leute mit der Zeit lesen und da dann auch nochmal zusätzlich auf nützlich draufklicken, ja, dann ist eigentlich Armageddon schon vorprogrammiert und dann wird die schlechte Bewertung, im schlimmsten Fall die 1- oder 2-Sterne-Bewertung, hier ganz oben zu sehen sein und das kriegst du so nicht mehr weg. Ist dann auf jeden Fall eine ziemlich doofe Situation, wenn sich jemand das Buch hier anguckt zum allerersten Mal und dann klickt er auf die Sternebewertung und das erste, was er sieht, ist dann irgendwie eine 1- oder 2-Sterne-Bewertung mit zahlreichen Kommentaren, wo die Person sieht, dass du mit dem Rezensenten oder der Rezensenten hier irgendwie großartig herumdiskutiert hast. Deswegen, das allererste, was zu vermeiden gilt, ist, deinen Kommentar zu hinterlassen. Ja? Völlig egal, wie sehr es dir unter den Fingernägeln brennt, schreibe nichts dazu. Das zweite ist, nutze Bewertung aber auch dafür, um besser zu werden. Gerade bei irgendwie 3- oder 2-Sterne-Bewertung ist es oft so. Ja, man sieht ja zum Beispiel oft inhaltlich gut, ja, aber viele Rechtschreib- und Grammatikfehler. Das habe ich irgendwo anders, glaube ich, auch nochmal gesehen. Ich glaube, bei den 3-Sterne-Bewertungen heißt es dann oft, dass Rechtschreibung und Grammatik nicht so prickelnd sind, heißt, das sollte man sich dann auch zu Herzen nehmen und vielleicht da nochmal einen besseren Lektor aufsuchen. Ja, oder hier zum Beispiel Sprache von, dass praktische Übungen fehlen, heißt, wenn du da wirklich ein tolles Buch zu machen willst, wäre es doch toll, wenn du praktische Übungen mit reinhaust. Irgendwo anders, ich weiß gar nicht mal genau, wo hieß es, ist zwar toll, dass Bilder drin sind, aber wieso sind es nicht auch farbige Bilder? Also man kann das Ganze auch als Feedback ansehen und sich nicht dann irgendwie angepisst fühlen, weil man da schlechte Bewertungen bekommt, sondern man nutzt dann diese Kritik im Endeffekt dafür, dann auch das E-Book und Taschenbuch so weit zu erweitern und nochmal neu aufzulegen, dass es dann mit der Zeit auch besser wird und dann mit der Zeit auch nochmal den Umsatz steigert. Und die allerletzte Sache ist, was passiert denn, wenn in einer Bewertung, wenn du als Autor oder als Person beleidigt wirst? Ja, so alle Arten von Beleidigungen oder sobald auch nur ein einziges kleines Schimpfwort drin ist, kannst du Folgendes machen. Und zwar entweder du klickst auf Missbrauch melden und der Kommentar oder die Rezension, ja dementsprechend die schlechte Rezension, hat dann noch eine hohe Chance gelöscht zu werden. Wenn du das Ganze aber ein bisschen schneller haben willst, weil das ist dann mit der Wartezeit verbunden, klickst du einfach mal hier in deinem KDP-Dashboard auf Hilfe, wie du es ja gewohnt bist, klickst du auf Funktion der Amazon-Detailseite und schreibst da einmal rein, dass zu deinem E-Book oder Buch mit der ASIN, da gibst du die ASIN nochmal ein, der und der Kommentar dazu geschrieben wurde und er gegen Richtlinien verstößt, weil hier und da ein Schimpfwort oder eine Beleidigung mit drin ist. Auf die Art und Weise kann man ziemlich einfach negative Rezensionen dann wieder löschen lassen, ja, von Amazon. Das ist der absolute Hammer. Ansonsten
sobald da keine Beleidigung oder ähnliches drin ist, geht das eigentlich nicht. Deswegen bitte nicht dazu verleiten lassen, da irgendwelche Kommentarfunktionen zu nutzen und ansonsten das Ganze eher als Feedback anzusehen. Ja? Wenn du da mal irgendwie einen Kommentar drin, also eine Rezension drin hast von jemandem, wo nicht mal ein verifizierter Kauf dabei ist, also sprich die Person das gekauft und dann erst bewertet hat und da irgendwie totaler Stuss drinnen steht und du das Gefühl hast, da wurde eigentlich gar nicht gelesen, sondern das ist irgendwie nur eine Methode, um dein Werk in den Dreck zu ziehen, dann ist meine Empfehlung an dich, steh einfach da drüber. Versuch es erst gar nicht zu löschen, schreib keinen Kommentar dazu. Leute sind ja nicht dumm, ja? Dann schau, du bist ein Kunde, ich bin ein Kunde, wir alle sind Kunden. Und wenn wir solch einen Kommentar oder solch eine Bewertung lesen, die eigentlich total bescheuert ist, dann merken wir das auch in der Regel. Also musst du dir da keine großartigen Gedanken darum machen oder irgendwie todtraurig sein, dass du da eine schlechte Bewertung bekommen hast. Das alles gilt natürlich für die Spezialfälle und im allgemeinen Fall gilt, nimm es als Feedback an und mach deine Bücher mit der Zeit noch besser.